Dann lade ich dich ein, dich bequem hinzusetzen. Achte darauf, dass die Wirbelsäule aufrecht ist, die Füße flach am Boden und die Hände auf den Oberschenkeln. Wenn du magst, kannst du die Schultern etwas räkeln und sie dann bequem nach hinten, unten fallen lassen. Und wenn du möchtest, kannst du auch ein ganz feines Lächeln aufsetzen. Und dann lass dich ein auf eine Zeit, in der es nichts zu tun und nichts zu erreichen gibt. Und nimm Kontakt auf mit der Tatsache, dass du atmest. Spüre deinen Atem. Lass Vorstellungen, wie der Atem zu sein hätte, einfach los und interessier dich nur dafür, wie der Atem jetzt gerade ist, ohne dass du in irgendeiner Form Einfluss darauf nimmst. Interessier dich zunächst für Wahrnehmungen aus der Bauchregion. Und dann beobachte Wahrnehmungen aus der Brustgegend. Dann beobachte, ob du in der Luftröhre oder um die Nasenöffnungen herum auch etwas vom Atmen spüren kannst. Wo immer du deine Atembewegung jetzt heute am deutlichsten spürst, konzentriere deine Aufmerksamkeit dorthin. Ganz beim Einatmen sein, während dem Einatmen. Ganz beim Ausatmen sein, während dem Ausatmen. Und sollte es sein, dass du geistig abgeschweift bist, dann komm wieder zurück zum Atmen, ohne daraus eine Geschichte zu machen. Den Atem spüren. Ein sitzender, atmender Mensch sein.
Gut, und damit sind wir am Ende dieser Übung. Du kannst, wenn du magst, die Hände ein bisschen reiben und deine Aufmerksamkeit weiterhin auf liebevolle Art dem zuwenden, was als nächstes in deinem Leben passiert.